Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 2 gegen 2. Direkt vorweg möchte ich mich einmal aus dem Off entschuldigen dafür, dass die Folge heute nicht ganz so lang ist. Das hat aber einen ganz einfachen Grund. Dieses Video, was ihr jetzt seht, ist das, was wir noch am Ende der letzten Aufnahmesession vor ungefähr 2 Monaten tatsächlich produziert haben. Ende Mai. Danach habe ich mich ja in die Klausurenphase verabschiedet und dann meine Klausuren geschrieben und wir wollten eigentlich jetzt Anfang Juli wieder weiter aufnehmen. Leider hat Zarok gerade arbeitstechnisch ein bisschen viel Stress, deshalb sind wir letztes Wochenende und diese Woche noch nicht dazu gekommen. Hoffentlich schaffen wir das an diesem Wochenende, aber das heißt leider auch, dass wir keine neuen Folgen produzieren konnten. Ich wollte aber heute trotzdem eine Folge bringen und da ich diese halbe Folge noch hatte, dachte ich, die ist besser als gar keine Folge, weil die Alternative wäre tatsächlich gewesen, heute müsste die 18 Uhr Folge ausfallen. Das finde ich auch ein bisschen schade, zumal ich sagen muss, ja, die Folge ist sehr interessant heute. Wir waren schon ein bisschen durch, wir haben schon ein bisschen viele Aufnahmen am Stück gehabt an dieser Stelle, wo diese Aufnahme entstanden ist. Und das merkt man dann auch deutlich, deshalb, nimmt das Ganze natürlich nicht allzu ernst. Und ich hoffe, euch gefällt die Folge. Viel Spaß jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2. Also irgendwas hat der Zerg mit dem Barcode verkackt. Ich weiß jetzt nicht genau was, aber... Spannende Frage. Yay, er hat noch mehr verkackt. Ja, wir hören nur mit dem Sieg auf, ja? Das wird die letzte Folge, die wir seit Ewigkeiten oder für Ewigkeiten aufnehmen. Das heißt, wir können jetzt nicht mit einer halben Folge aufhören, weil das habe ich dann garantiert vergessen. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich bin übrigens Zerg. Das ist schön. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Zerg ist immer toll. Uns fehlen Mineralien. Was ist denn der noch lebende Boy? Terrana. Der nutzt auch die Sachen von Zerg auf jeden Fall nicht. Und diese Fliege, die hier rumfliegt, macht mich wahnsinnig. Dann sitze ich hier im Bad und esse Steine. Auf dem Bett, nicht im Bad. Junge, wäre doch schön, wenn der im Bad sitzen würde. Also dem Bad würde hier keiner sagen. Auch nicht in Hannover. Ist ein Bad-Honif. Kurschlapp rufen. Machst du den da schon kaputt? Nein, ich komme nicht an dieses Ding dran, weil dieses Spiel so scheiße programmiert ist mit diesem RNG-Effekt. Das stimmt, das Spiel ist scheiße programmiert. Warum steht er hier? Das sind 5 Rex Marines, ne? Oder vielleicht sogar auch ein... Ne, er hat nur Reaktor. Ne, hier ist ein Tech Lab, okay? Kann sich nicht so ganz entscheiden. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich habe das Gefühl, ein Bandling Lab könnte uns weiterhelfen. Ja, und ich denke mal, ich expandiere mal nicht, ne? Ja, habe ich schon. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Dann machen wir jetzt hier mal... Konter All-In, ja? Mama ein, Papa ein. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Macht er jetzt einen Boy Rush, oder? Ja, das war noch der meine Scouting Probe verfolgt hat. Boah, ich denke immer, ein Bandling Nest ist so teuer. Das ist aber gar nicht so teuer. Nö. Queen Bounder natürlich. Ich habe gerade nur Genuschel verstanden. Queen Bound an der Natural. Edricks Tastatur ist übrigens kaputt. Nö, aber ich habe nicht genug Mineralien. Aber wie wir wissen, hilft das, wenn man dann fester auf die Taste drückt. Nö, einfach wenn man konstant auf die Taste drückt. Gedrückt halten ist ja lame. Das kennt ja jeder. Das ist wie bei Mario Kart. Je fester man auf den Knopf drückt, desto schneller wird der Wagen. Wir brauchen mehr Mineralien. Das ist aber eine gewagte Theorie, die du letztens in der Folge schon mal aufgestellt hast. Deshalb gehe ich da jetzt nicht näher darauf ein. Ich hab bestimmt da kommt der Push, ne? Hast du gut gescoutet mit deinem Overlord? Gut, das ist aber nicht gut. Hast du keine Einheiten gebaut oder was? Doch! Inject. Immer injecten.
Uns fehlen Mineralien. Helfen! Ja, ich reite schon die ganze Zeit. Bumm! So ist ja nicht. Mir kommen Einheiten hinterher. Die sind sozusagen fast durch, sind im Ei. Uns fehlt Energie. Ja, ist ja gut. Ich bin hier in den Schatten. Problem ist gleich, wenn Stim durch ist, sind meine Stalker halt nicht mehr so geil. Ich bin hier in den Schatten. Aber wir können gleich mal rüber pushen, oder? Lass mal pushen. Ah ne, da ist er schon wieder. Brauchen gar nicht pushen. Jetzt hat er mir die Wachs. Arbeit ab. Ich muss kurz warten, dass meine Bandien gefällig sind, oder? Nö, ich würde gerne die mir die Wachs töten. Jetzt ist zu mir in den Weg gerannt. Gut, ich hätte es trotzdem nicht bekommen. Aber man kann sich ja mal aufregen. Man wird sich ja wohl noch aufregen dürfen. Vor allem, wenn du hier nicht mithilfst. Haben meine Bändlinge gezielt in die Marines gelingt. Ja, zum Terraner, nicht zum CRK, du hast gar nichts mehr. Ich bin explodiert quasi. Faszinierend kalt ist die Leere. Jetzt Stim durch. Das ist ärgerlich. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Dort ist aber ärgerlich. Glitch. Und Zara kommt nicht. Es läuft. Kein Gas mehr. Dafür fehlt uns Vespin-Gas. Dann wieder hoch, Ritsch. Achso, du willst morphen, Itch. Erstmal Bending, Itch. Ich weiß nicht, warum ich auf diesem Itch-Trip bin. Genau, weil du gestern Kovac gesehen hast. Ja, aber das ist ja nicht Itch, sondern Atsch. Aliens, nicht gut gegen die Itch. Hoch da, nicht immer zurück. Warum läufst du immer zurück, Zau? Weil ich explodiere und dann erstmal wieder sammeln muss und nicht so viel da. Nein, rein da. Itch. Rein Itch. Dein Itch, mein Itch. Stein Itch. Warp Itch. Wir haben kein Gas mehr. Tech Labitch. Klingt wie so ein Frosch, ne? Tech-Lebitch klingt wie ein Frosch, alles klar. Wer kennt ihn nicht? Nebricks Haustier Tech-Lebitch. Digi-Itch. Itch. Ach, Gott, ey. Itch. Ich hab keine Lust mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im zweiten Teil der Folge her, wenn ich mich dran erinnere, dass ich den Teil noch habe. Bis gleich.